Möchte ich euch ein sehr seltenes Modell vorstellen, an dem ich die letzten Wochen gearbeitet habe, um es vollständig zu restaurieren. Und zwar ist es hier die Thomas J. Kunz Alien Queen. Das war eines der allerersten Alien Queen Modelle, die es überhaupt gab. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nicht sogar das allererste war. Es gab damals von AEF Designs dieses Egg Chamber Diorama, was ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen ist. Also ich bin mir nicht sicher, welches als erstes dran war, glaube aber, dass die Thomas Kunz Queen die allererste war, zumindest auch von der Größe her, also von so einem großen Modellbausatz, war es auf alle Fälle das erste Modell, was es überhaupt damals zu kaufen gab. Thomas Kunz dürfte vielen von euch, die schon länger im Hobby sind, ein Begriff sein, einer der bekanntesten Sculptor, die es damals gab zu der Zeit. Und das Besondere an dem Modell ist eigentlich, dass man könnte sagen, sein Meisterstück war, denn er hat dieses Modell damals als Expertise verwendet, um bei der Firma Screamin unter Vertrag als Sculptor genommen zu werden. Und da hat er sich eben mit diesem Modell damals beworben, um sein Können, sein Talent zu zeigen. Und später gab es das dann direkt bei ihm, ich glaube über Atomic Creations, gab es ein paar wenige Exemplare, die er dann damals als Modellbausatz verkauft hat. Das ist komplett aus Resin, die komplette Alien Queen. Und ja, also ich finde, das ist schon wirklich ein besonderes Stück. Es ist auch von der Größe her sehr imposant. Im Vergleich zu den damaligen Modellen, die dann rauskamen, ist es schon eines der größten, die es gibt. Und wie gesagt, ich habe das in einem relativ schlechten Zustand von einem befreundeten Sammler aus der Schweiz bekommen, der es wiederum von jemandem aus der französischsprachigen Schweiz oder sogar aus Frankreich, bin ich mir jetzt nicht sicher, gekauft oder beziehungsweise bei einem anderen Tauschgeschäft mitbekommen hat. Und ich habe einiges dran machen müssen, war jetzt einige Wochen damit beschäftigt, dass ich es wieder schön herrichte, das Modell. Diese Bodenplatte war schon dabei. Die habe ich auch so belassen, wie sie war. Normalerweise ist das nicht ganz so mein Fall, weil ich stehe nicht so auf diese Sachen, die aus Holz gemacht worden sind. Aber damals, die ist wahrscheinlich irgendwann in den 90ern gebaut worden von demjenigen, der der erste Besitzer war. Und der hatte ja keine andere Möglichkeit und hat das halt aus Holz gebaut. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, weil man kann Holz einfach nicht so bearbeiten, wie es ich bei meinen Dioramen mit Styrodur mache. Und es sieht halt alles sehr, mich erinnert sowas immer so ein bisschen an diese Militärmodelle oder so. Also so ein bisschen dieses Biedere von so Eisenbahnmodellbau. Ist eigentlich nicht meins, aber in dem Fall, weil es eben so ein altes Modell ist, passt es. Und ich wollte es auch nicht nur mal komplett neu machen, wollte es eigentlich so erhalten, wie es irgendwie damals gemacht worden ist. Aber halt perfektionieren, einfach die Farben und alles nur mal ein bisschen auffrischen. Das ist halt so dieser eigentliche ursprüngliche Charme von dem Modell erhalten bleibt. Was es nur dazu zu sagen gibt, die Firma Screamin, bei der Thomas J. Kunz damals dann unter Vertrag genommen wurde als Sculptor, die ist damals bekannt gewesen für relativ große Modelle, und zwar haben die Modellbausätze meistens aus Vinyl im Maßstab 1:4 hergestellt. Das war für die damalige Zeit sehr untypisch, fand ich aber total cool, weil die meisten Modelle waren eben im 12-Inch-Format, also ungefähr 30 cm. Und die Firma Screamin ist da damals schon andere Wege gegangen, hat eben diese 1:4 Modelle rausgebracht, beziehungsweise 1:5. Und die waren 18-Inch-Figuren. Man könnte fast sagen, die waren eigentlich der Vorreiter von dem, was später McFarlane und dann nochmal später NECA mit ihren 18-Inch-Großfiguren gemacht haben. Das haben die damals schon als Bausätze rausgebracht. Die waren also meistens aus Vinyl, diese Modelle, und haben richtig schön was hergemacht. Da gab es Freddy Krüger, Jason Voorhees, verschiedene Filmcharaktere. Aus Hellraiser gab es die ganzen Zenobiten, und es waren ja so richtig schöne große Figuren. Und die sammle ich unter anderem auch. So, jetzt haben wir genug geredet. Ich würde sagen, ich zeige euch das Modell jetzt einfach mal aus der Nahaufnahme. Dann könnt ihr euch da
nur ein bisschen ein schöneres Bild von dem Teil machen. Wie man jetzt hier schon sehen kann, ist die für die damalige Zeit wirklich sehr schön modelliert und sehr detailreich. Von der Qualität her kann man die eigentlich fast nicht mehr als Garage Kit bezeichnen. Es gibt natürlich zu neueren Modellen durchaus Differenzen. Das ist ja genau das, was mir aber so gut gefällt. Und ich denke mal, einige neue Sammler können das, also was heißt neue Sammler, Leute, die noch nicht so lange in dem Hobby unterwegs sind, können das vielleicht zum Teil nicht verstehen, weil es gibt ja diese Leute, bei denen immer alles zu 100% movie-akkurat sein muss. Da bin ich jetzt gar nicht so der Fan davon. Natürlich ist es schön, so ein Modell zu besitzen, aber das habe ich auch schon in anderen Videos gesagt, wenn ihr 10 Modelle habt von einem Typus und jeder total gleich aussieht, dann wird es irgendwann langweilig. Und eben speziell bei diesen älteren Modellen finde ich halt das Schöne, dass man halt sieht, dass es von Hand gemacht ist. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, diese Proportionen, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, die stimmen nicht zu 100%, weil der Oberkörper relativ lang ist. Die Beine im Vergleich mit anderen neueren Modellen aber viel zu kurz und klein sind. Aber das sind halt genau diese Sachen, die es halt für mich am Ende den Reiz ausmachen, weil ihr müsst euch vorstellen, als dieses Modell modelliert wurde, da war es einfach noch nicht so einfach, dieses Referenzmaterial zu bekommen. Da konntet ihr nicht einfach Google aufmachen und eingeben Alien Queen Bilder oder Making of Bilder oder was auch immer, sondern ihr musstet euch das alles erarbeiten und es war einfach nicht diese Masse an Referenzmaterial verfügbar, wie das heute ist. Und die Leute mussten damals halt das Beste, was sie konnten, daraus machen. Und dadurch sind eben auch diese ganzen Feinheiten entstanden, dass es eben halt gewisse Unterschiede gibt zum Original. Und ja, man sieht halt auch bei diesen einzelnen Modellen, wenn man diese Künstler kennt, wie die sich von Mal zu Mal gesteigert und weiterentwickelt haben. Weil, wie ihr wisst, es ist kein Meister vom Himmel gefallen, es gehört sich immer Übung dazu. Und anhand dieser Modelle, das sind eigentlich Zeugnisse und Dokumente davon, wie sich dieses ganze Hobby eigentlich entwickelt hat. Und das finde ich halt das Schöne dran. Ich meine, jeder kann sich eine Sideshow Queen, die auf, sagen wir mal, 800 oder 300 Stück limitiert ist, hinstellen, ja. Wenn er das Geld hat, sich das zu kaufen. Aber die Sachen, die sind halt einfach, da ist halt eine gewisse Seele drinnen. Die sind, da muss man hinterher sein, dass man sowas bekommt. Das sind dann Zufälle, dass sich sowas mal ergibt, dass man an sowas rankommt. Und man muss es aber halt natürlich auch schätzen wissen. Jetzt einer, der nur auf diese Movie-Accuracy-Sachen aus ist, der weiß sowas am Ende vielleicht gar nicht zu schätzen oder auch nicht wirklich was damit anzufangen. Aber wie gesagt, es gibt halt einfach verschiedene Typen von Sammler. Und da ich ja selber immer sehr viel handwerklich mache, begeistern mich halt diese Sachen einfach mehr. Hier seht ihr jetzt nochmal diese Bodenplatte. Ich habe es ja vorher schon gesagt. Das ist also so eine Art Bilderrahmenholz, wo dann oben aus Sperrholz nochmal was drauf gemacht wurde. Nicht mein Fall, aber ich wollte es nicht zu sehr verändern, um halt diesen ursprünglichen Charme von dem Ding zu erhalten und dass halt auch ein Modell ist. Man muss ja das auch mal sagen, das ist ein Modell, das jetzt seit 30 Jahre auf dem Buckel hat und da passt es halt einfach dazu. War übrigens eines der letzten Alien Queen Modelle, die ich noch nicht hatte. Ich habe ein Video online, wo ich alle Alien Queen Modelle, die ich in meiner Sammlung habe, vorstelle. Die Alien Queen Parade. Da könnt ihr mal auf meinem Kanal nachschauen, wenn es euch interessiert. Da werdet ihr einige seltene Modelle zu Gesicht bekommen. Inzwischen sind wieder welche dazugekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt das Video ist. Dürfte mindestens schon 2-3 Jahre alt sein. Ja, aber das war halt eine der, die mir noch fehlten, weil die ja also wirklich richtig teuer ist. Im Kit-Zustand, im Umgebauten, gehen die teilweise für $1000 weg, diese Modelle, weil sie eben so selten sind. Was ich hier bei der Restauration alles machen musste, war folgendes. Derjenige, der sie damals gebaut hat, hat hier keine Stütze eingebaut und dadurch war die komplett nach vorne gekippt, weil klar, die Schwerkraft, die gibt irgendwann nach, egal wie stabil das Modell ist. Und
Dazu musste ich die also komplett wieder von der Platte entfernen, was gar nicht mal so einfach war, weil die hier unten verschraubt war mit der Bodenplatte. Da musste ich erst die Schrauben lösen. Dann habe ich hier an den Hüften auf beiden Seiten habe ich die segmentiert mit einer Trennscheibe wieder durchgeschnitten. Ich habe sie ja hier jeweils mit der Trennscheibe durchgeschnitten, habe diese Beine komplett neu verklebt, weil die war einfach nicht richtig zusammengebaut von vornherein. Und ich musste die ein bisschen strecken, die Beine, damit sie nicht ganz so gedämpft aussieht. Also ich habe die ungefähr die Beine insgesamt, sage ich mal, um 2 bis 2,5 Zentimeter nur mal zusätzlich verlängert, um das optisch einfach ein bisschen ansehnlicher zu gestalten. Der Schwanz hinten war komplett abgebrochen, den habe ich auch wieder anfügen müssen. Weiteres Problem war, dass von der einen Hand nur ein Finger vorhanden war. Von der anderen Hand hat der komplette Unterarm und die komplette Hand gefehlt. Die habe ich auch komplett neu modellieren müssen. Fällt aber auch nicht mehr wirklich auf. Vielleicht, wenn man ganz genau hinschaut und es weiß, fällt es einem auf, aber man nimmt es eigentlich nicht wirklich wahr. Also das habe ich ganz gut wieder angleichen können. Da habe ich auch richtig so feine Drähte eingezogen, auf die ich dann drauf modelliert habe, um es da stabil zu gestalten, dass es nicht wieder abbricht. Und bei der Arbeit an dem Modell ist mir dann sogar aufgefallen, dass das von vornherein so beabsichtigt war, dass die einen Stützstift kriegt. Da ist nämlich unten sogar so eine Vertiefung drinnen, damit man hier einen Stab einfügen kann. Und mir ist sowas einmal lieber. Also mir ist lieber ein bisschen mehr Sicherheit, als wie dass das Modell in 2 Jahren dann wieder runterhängt. Vielen gefallen solche Stützstäbe und helfen nicht. Bei denen muss alles von selbst stehen, aber das ist halt in so einem Fall nicht möglich. Das ist, wie gesagt, das ist kein Polystone, sondern da ist damals Resin verwendet worden, teilweise ja mit Hohlguss, und da kann sich über die Jahre immer mal was verformen, je nachdem, was es halt gerade damals für einen Kunststoff verwendet worden ist. Was mir an der sehr gut gefällt, ist, dass der Kopf sehr schön modelliert ist, was nämlich viele Modelle, wenn ihr euch die genau anschaut, die haben den Fehler, die modellieren den Kopf viel zu flach. Und der hat ihn damals eben, wenn man so von der Seite drauf sieht, der ist relativ dick gewölbt. Und so war es eben bei der originalen Alien Queen auch. Viele Firmen, die nachher Modelle hergestellt haben, die haben den viel zu flach modelliert, den Kopf. Und hier sieht man halt, dass er richtig schön geschwungen ist, wie das halt bei der originalen Alien Queen auch der Fall war. Ich gebe euch hier mal nur mal einen kurzen Blick drauf. Hier seht ihr den Kopf nur mal in Lebensgröße hier hinten. Ja, dann sage ich mal danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir werden uns demnächst mit einem neuen Video sicherlich wiedersehen. Bis dann.